bin nicht sicher, ob ich jetzt ein nach hinten offenes Redezeitkontingent habe. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich werde also Grußworte des Hausherrn, wie es gebührend ist, auch kurz halten. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Generalsekretärin, sehr geehrte Mitglieder der Gremien und der Geschäftsstelle der DFG, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Ruhr-Universität ist gestern vor 50 Jahren, also am 30. Juni 1965, festlich eingeweiht worden. Die Hauptversammlung der DFG in diesem Jahr findet also just ummantelnd um diesen Termin herum statt. Und es ist eines der schönsten Geburtstagsgeschenke, das Sie uns haben machen können. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Wir haben, und ich will nur 3-4 Sätze zur Universität sagen und dann vielleicht eher auf die regionaleren Komponenten eingehen. Wir haben mit dieser ersten Neugründung der Bundesrepublik Deutschland 1965, wie gesagt, eröffnet, hier in einer Region, die von Kohle und Stahl, dann zum Schluss auch der Automobilproduktion sehr geprägt war, sehr geprägt, muss man sagen, eine Entwicklung starten dürfen als Ruhr-Universität Bochum, die sich dann in den Jahren und Jahrzehnten danach in dramatischer Weise fortgesetzt hat. Heute sind wir hier im Ruhrgebiet nicht mehr alleine. Wir waren auch nur 2 oder 3 Jahre alleine. Wir haben 20 Hochschulen auf der Fläche, die nicht mal so groß ist wie Pudong, der Stadtteil Shanghais. So groß eben ist das Ruhrgebiet. Man muss das immer irgendwie in die weltweiten Dimensionierungen eintakten. 20 Hochschulen, 200.000 Studierende. Alleine die 3 großen Universitäten schlagen mit weit über 110.000 Studierenden zu Buche. Im Bochumer Stadtgebiet gibt es 8 Hochschulen, die Ruhr-Universität und 7 zum Teil sehr große Fachhochschulen, 55.000 Studierende auf einer Einwohnerzahl von 360.000 Menschen. Was das bedeutet, glaube ich, wird sofort klar, wenn man diese Proportionierungen sieht. Wir sind auch dankbar als Ruhr-Universität und ich hoffe auch alle, die nach diesem Konstruktionsmuster dann in Deutschland später gegründet wurden, diese Universitäten, dass wir uns etwas absetzen durften von dem klassischen Modell der deutschen Heroenuniversität mit hyperhierarchischen Fakultäten. Was hier entstanden ist, ist eine nach dem angelsächsischen konstruierte Department-Universität mit Fachabteilung, flachen Hierarchien, mit einem hohen Maß an Kooperativität, und das bringt eigentlich auch der Campus zum Ausdruck. Wenn man Pressemitteilungen in den 70er Jahren sich anschaut, dann stellt man in den Medien ein gewisses Unverständnis fest für die Struktur dieses Campus. Und das hat meines Erachtens etwas damit zu tun, dass man in Deutschland gewöhnt war an Säulenhallen und andere traditionelle Bauformen von Universitäten. Und dass jetzt hier mitten im Ruhrgebiet eine im industriellen Fertigungssystem konstruierte und dem internationalen Stil folgende Universität errichtet wurde, die überhaupt keine Ähnlichkeit hatte mit allem, was bis dahin in Deutschland an Universitätsbauten verfügbar war. Das hat viele erstmal verunsichert, manche haben auch verschreckt reagiert. Die Menschen, die diese Universität aufgebaut haben, waren von Anfang an dankbar für eine Infrastruktur, die einfach von gigantischer Qualität ist. Wir müssen feststellen, dass die Ruhr-Universität für 14.000 Studierende konzipiert war. Wir haben heute fast 43.000 Studierende. Wir arbeiten heute an einer Generalüberholung des gesamten Campus, und das bedeutet, einige dieser großen Tanker, die werden komplett abgerissen und neu gebaut, und alles das bei laufendem Betrieb mit 50.000 Menschen und ohne, dass es Störungen gibt. Daran kann man erkennen, wie dankbar wir heutigen sind
auf einer solchen Struktur aufbauend jetzt für die nächste Generation diesen Campus in die Neuzeit zu überführen. Da ist er doch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das ändert sich zurzeit recht dramatisch. Ich meine auch, ein zweiter wichtiger Punkt, der sollte angesprochen werden, denn wenn Sie sich auf dem Campus umschauen, dann sehen alle Institutsgebäude gleich aus. Und ich finde, das hat mit Monotonie überhaupt nichts zu tun. Das zeigt einfach, alle Disziplinen sind gleich wichtig und gleichwertig. Das sieht man in der Architektur und das leben wir auch. Und von daher ist das schon eine Universität, die dankbar dafür ist, dass sie so viele Besonderheiten hat, mitbekommen hat und auch pflegen darf. Und das ist kein falscher Kontrast, wenn das Leitbild der Ruhr-Universität das uralte Leitbild von Universität ist, Universitas Studiorum. Und wir übersetzen das mit Gemeinschaft der mit und voneinander Lernenden. Und im Kern nichts anderes ist Universität. Forschung ist natürlich auch ein Lernprozess. Ich hatte das eben schon angedeutet, sind heute in einer ganz wunderbaren Situation mit 20 Hochschulen auf engstem Raum zusammen mit fast einer Viertelmillion Studierenden hier im Ruhrgebiet. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, nicht erst seit gestern, auf das Miteinander des Hochschulsystems in der Region. In Bochum gibt es seit 18 Jahren ein systematisches Abstimmungsgeschehen. Man kann das auch Masterplan nennen, wenn man unbedingt dieses Wort gebrauchen will, aller Hochschulen im Bochumer Stadtgebiet mit den Verantwortlichen in der Industrie- und Handelskammer, im Stadtmarketing und in der Leitung der Stadt. Vorsitzende dieses Kreises ist traditionsgemäß der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin. Und wir folgen ein ganz systematisches Regiebuch, wenn man so will, folgen diesem in der Entwicklung der Stadt. Und das hat dazu geführt, dass eben auch diese großen Veränderungen und Umwälzungen, die immer wieder stattfanden, hier in Bochum zuletzt die Schließung des Opelwerkes, überhaupt keine Katastrophenstimmung hervorgerufen hat, weil sie eingebettet war in eine Aufbruchstimmung allererster Güte. Und das gilt für die Region auch. Seit 8 Jahren sind wir in einem ganz engen Verbund mit unseren Nachbarn, der TU Dortmund und der Universität Duisburg-Essen, die allein für 1300 Professorinnen und Professoren steht. Diese Universitätsallianz Ruhr für 110, 115.000 Studierende, hunderte von Studiengängen. Und hier entwickelt sich über die Zeit ein immer intensiver werdendes Verbundsystem. Wir wollten anfangs, als wir diese Gründung vorgenommen haben, den Kommunen der Region zeigen, dass man auch über Grenzen miteinander zusammenarbeiten kann und selbst dann, wenn man wie in der Exzellenzinitiative im Wettbewerb steht. Und was mal anfing als Top-Down-Projekt der Rektorate, ist inzwischen eine von unten nach oben getragene, von den Forschern und Forscherinnen getragene, mit einem eigenen Forschungsrat versehende Prozedur mit bestimmt über 150 gemeinsamen Projekten. Und ich glaube, dass wir darin auch ein Stück weit Zukunft im Wissenschaftssystem sehen können. Solche kooperativen Strukturen, solche Verbundstrukturen, die rufen halt eben doch gewaltige Synergieeffekte hervor. Und das zahlt sich für alle, die in einem solchen System dann mitarbeiten, aus. Ich möchte schließen und mich nochmal herzlich bedanken bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft dafür, dass sie in diesem ganz besonderen Jahr unseres 50-jährigen Bestehens uns dieses wunderbare Geburtstagsgeschenk gemacht haben. Heute ist der erste Tag des zweiten Halbjahrhunderts der Universität, also auch ein schöner Beginn. Ich bedanke mich herzlich.